Das hier ist der Flugplatz Sitte, der Startpunkt von so manchem Gletscherflug und der Standort von Hermann Geiger. Da wird Heu in eine Pilatus-Portermaschine verladen, ganz gewöhnliches Heu in lockere Bündel gebunden. Das soll den Gämsen abgeworfen werden, also Wildfütterung mit dem Flugzeug. Das hier ist Trockenfutter für die Rehe und für die Hirsche. Die nehmen nämlich Heu nicht so gern. Pro Flug werden 200 Kilo Futter mitgenommen. Der, der abwirft, muss sich anschnallen. Man sieht dann später die Bodenlücke, wo das Heu zum Flugzeug ausgerührt wird. Dort, wo man wild beobachtet beim Vorbeifliegen. Die Wildfütterung ist vor allem das Werk von Hermann Geiger und von seiner Frau. Seit 6 Jahren sammeln sie Geld, um die einmalige Aktion durchzuführen. Der Winter war es besonders böse. So viele Rehe und Hirsche und Gämsen sind wegen dem hohen Schnee verhungert. Ich sage es nochmal. Die Wildfütterung ist eines der schönsten Werke von Hermann Geiger. Ein Flüger mit viel Mut und auch mit viel Herz. Das ist in unserer Zeit selten. Etwa auf 1800 Meter Höhe geht der Flug mit 2 Maschinen. Tief unten die verschneiten Täler und Geräte und Schluchten. Und jetzt haben sie Gämsen gesehen. Ein Zeichen und die eine Maschine rührt Heu ab. Es fällt schön locker in Schnee und wahrscheinlich schaut vom geschützten Ort aus schon ein paar Gämsen nach dem Mana vom Himmel aus. Das Flugzeug tief über den Boden führen, nach hungrigem Wild gleichzeitig ausschauen und Nachbarmaschinen im Auge behalten, das braucht schon etwas. Passen Sie auf, liebe Zuschauer. Jetzt dann da unten ein Gämsenrudel. Und es kommt natürlich sofort sein Bündel Heu über. Und kaum liegt das Futter am Boden, kommt schon die erste Gems. Sehen Sie sie dort? Und da wieder ein Rudel. Für die Tiere wird mit der Zeit der Flugzeuglärm eigentlich zu Tisch gelockt. Kaum sieht man wieder Gämsen, geht dann die Bodenklappen auf im Flugzeug und das Heu fällt ab. In so Felsen verbergen sich die Tiere, aber mit dem Feldstechen sieht man es. Dort wieder eine. Und auch für die Portion Heu. 200 Kilo Futter pro Flug, Lebensmöglichkeit für viele Tiere. 65 Futterflüge hat Hermann Geiger und sein Freund Martignoni schon seit dem Dezember bis jetzt durchgeführt. Zeichnerinitiative mit Geld von Tierfreunden mit einem kleinen Staatsbeitrag und der Hilfe von einer Jagdgesellschaft. Flugzeug als Tierhilfe, das macht einen Gletscherflug sympathisch.